KBJ Show heute an einem Mittwoch. Was geht ab, Freunde? Yes! Wir haben so geile Playoffs. Habe ich das dieses Jahr vielleicht schon mal gesagt? Es sind mit die besten Playoffs, die wir hier jemals gecovert haben, Freunde. Es ist crazy. Ja, Dallas führt schon 3-0. Alle haben sie schon in die Finals gewunken. Es gibt Podcasts, die da draußen schon Folgen haben. Unsere Finals-Preview, Luka gegen Tatum. Und dann kommen plötzlich mir aus dem Nichts diese Timberwolves und holen sich Game 4. Ja, und wehren nochmal diesen Matchball sozusagen von den Mavs ab. Jetzt haben wir 3-1. Das nächste Spiel findet in Minnesota statt. In diesem Game gab es ein, zwei Sachen, die Minnesota gemacht hat, die für Timberwolves-Fans auf jeden Fall vorteilhaft sein könnten, vor allem für die weiteren Games. Möglicherweise haben die hier was entdeckt, wie man Dallas auch in dieser Serie komplett schlagen kann. Aber wir wollen nicht zu krass vorgreifen. Leute, wir gehen in die kompletten Highlights. Wir haben 4 Minuten 46 Crunch-Time Uncut. Auch die werden wir komplett angucken. Es gibt, wie gesagt, ein, zwei taktische Sachen, die sich verändert haben. Und wir sprechen über all das. Wir haben die Top 5 dabei, wir haben den Boxscore dabei. Es wird Fire. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach direkt rein. Anthony Edwards hat rasiert. Karl Anthony Towns hat rasiert, aber nur in einer Halbzeit. Und es war geil. Es war einfach nur geil und wir gehen rein. Crunch Time war crazy. Und wir haben den Goat Kevin Harlan im Ohr. So, hier ist Ant. Für den das Ganze so ein bisschen der Super Bowl ist. Hier haben wir Gobert. Ne, Kyrie, das ist nicht gut gealtert. Kyrie hat gesagt, ey, für die Wolves ist das heute hier Super Bowl, für uns ist das nur irgendein Game. Bra, hättest du mal lieber gespielt wie im Super Bowl, weil Kyrie war nicht besonders gut, aber das ist ein eigenes Thema. Und wir fangen tatsächlich schon, bevor überhaupt hier irgendein Play passiert, fangen wir direkt mit einer Sache an, Leute. Darüber habe ich geredet, dass die Timberwolves das bitte machen sollen. Timberwolves haben die Defense geswitcht. Sie haben Ant jetzt auf Luka und McDaniels an Kyrie. Das hat direkt zwei Vorteile. Erstens wird Ant nicht so schnell müde, weil Luka spielt deutlich langsamer als Kyrie. Und zweitens, McDaniels mit seiner Größe, mit seiner Länge, konnte zwar nichts gegen Doncic ausrichten, macht es aber dem viel kleineren Kyrie natürlich extrem schwer auf dem Feld. Deswegen dieser Switch hier, Ant an Luka und McDaniels an Kyrie, gefällt mir unglaublich gut. Schön, dass NBA-Coaches endlich auch mal auf YouTube hören, so wie es sein sollte. So, wir fangen an. Müssen uns erstmal ein bisschen zurechtfinden. Hier ist McDaniels mit einem Jumper. Man muss noch zwei Dinge gleich bei Dallas beachten. Reden wir gleich drüber. Hier kommt Towns. Schön zu sehen an Towns, hat eine Menge attackiert in dem Spiel, wobei nicht sonderlich von Erfolg gekrönt. Erste Halbzeit war ehrlich gesagt eine Katastrophe und auch so hatte Towns ein weirdes Game, aber wir kommen gleich zu Towns noch. Erstmal Dallas, so hier ist Luka gegen Mike Conley, das Mismatch nimmt er natürlich gerne. Es ist nicht immer beide, also genau die Matchups, die man haben möchte gegeneinander, sondern natürlich ist auch mal so ein bisschen geswitcht. Hier zum Beispiel Mismatch-Hunting gegen Gobert. Gobert sinkt ein bisschen mehr ab. Trotzdem, Gobert sei ja sehr, hier wieder, ne? Doncic gegen Ant, das Matchup. Ich liebe das. Und natürlich, jetzt schreien die Dallas-Fans so, ja, aber er hat ihm trotzdem irgendwie, Luke hatte eine kranke Statline, ne? 28, 15 und 10 oder so. Und das war nicht mal ein besonders gutes Luka-Game. Also natürlich werden jetzt die Luka-Fans wieder sagen, so, ja, aber Ant hat gar nichts ausgemacht. Doch, guckt mal auf die Quoten und guckt insgesamt so auf die Körpersprache, darauf, wie Doncic gespielt hat, auch in der Crunch-Time. Ich finde schon, dass Ant einen sehr, sehr guten Job an ihm gemacht hat und Kyle Anderson auch, der von der Bank kam. Und jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ja, wir haben jetzt bei Dallas die erste personelle Veränderung, nämlich, ihr seht ihn hier. Erstmal Doncic, richtiges Fuck-You-Face gerade. Ist richtig sauer. Hier, Dwight Powell, Mavs-Fans erinnern sich mit Schrecken, weil das ist ein Typ, den ihr eigentlich sonst immer in den Playoffs starten musstet. Natürlich überhaupt kein Playoff-Starter, kein Playoff-Bench-Player gerade für die Mavs, aber Derek Lively verletzt. Gute Neuigkeiten, keine Gehirnerschütterung. Das heißt, er könnte in Game 5 schon wieder zurück sein. Schlechte Nachrichten, in diesem Game 4 hattet ihr Lively nicht. Und ja, Dwight Powell regelt's nicht, sagen wir mal so. So, hier ist Ant über Josh Green. Schöner Wurf. Wir skippen, glaube ich, gleich ein bisschen in die zweite Halbzeit, weil ich weiß gar nicht mehr, ob in der ersten Halbzeit so viel Interessantes passiert ist. Gobert hier mit einem Euro.
Gobert auch Katastrophe oft in der Offense. Aber die haben so ein paar Dinger gelaufen, wo er der Facilitator war tatsächlich und es hat funktioniert. Schöner Crossover von Ant. Crazy Crossover, by the way. So, ihr seht hier, wie Dallas reingestartet ist. 4 von 18. Die Wolves deutlich besser, deswegen auch der Score hier. Aber Shoutout an die Mavs. Die hatten dann 2 große Runs Ende erstes Viertel und irgendwann im zweiten Viertel. Und damit kamen sie wieder ran. Und er war ein Teil davon. Jaden Hardy, sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Und hier aus deutscher Sicht überragend. Man hat es auch gerade an dem perfekt gespielten Pass gesehen, den, glaube ich, niemand sonst in der Liga spielen könnte. Maxi Kleber ist back. Maxi Kleber ist back und schau, was er direkt für einen Impact hat. Diesen Swing Pass machen dir keine 3 anderen Guards in der NBA. Deswegen Maxi Kleber goaded. Nee, aber schön, dass er wieder da ist. Hier ist Naz Reid. Hatte nicht das beste Game, wird aber in Crunch Time wichtig. So, und ich würde sagen, wir skippen ein bisschen vor in die zweite Halbzeit, weil wir haben so viel zu covern, Leute. Ah, perfekt, ich bin genau reingekommen. Wie gesagt, Mavs hatten jetzt den ein oder anderen Run. Es ist nicht so, dass diese Timberwolves Defense, die umgestellte, jetzt die Mavs komplett rausgenommen hat oder so in dem Spiel. Und nochmal, so jemand wie Towns zum Beispiel war komplett Trash in der ersten Halbzeit. Deswegen, das ist schon weiterhin ein knappes Game. Und jetzt aber verändert sich nochmal so ein bisschen was auf dem Feld. Und da gehen wir jetzt rein. 51-51, hier ist Doncic. Doncic, schöner Euro, legt ab auf Gafford. Gafford, der, wenn man mal ehrlich ist, schon so ein bisschen die Unterstützung von Lively auch braucht, finde ich. Also ich mag diese nur Gafford-Minuten nicht und die Mavs mussten aber damit gehen. Schöner Kickout hier auf McDaniels. Das hier war zum Beispiel ein Play, über das ich reden wollte. Schau, wie die Mavs das hier ausführen. Das ist so schlau. Sie spielen erstmal ein super hohes Screen and Roll. Die Wolves machen das mittlerweile mit einer Drop Coverage. Und darüber haben wir geredet. Ey, sink lieber ab, als dass du hier oben versuchst, mit Gobert zu doppeln, weil das macht überhaupt keinen Sinn. So, und was jetzt aber passiert ist, und das muss Conley richtig laut ansagen, und vielleicht hat es Gobert nicht gehört. Es wird jetzt hier, Gobert macht sich bereit, Luca zu übernehmen. Aber Derrick Jones Jr. stellt hier auch noch einen Backscreen gegen Gobert. So, und dadurch ist der komplett aus dem Play genommen. Und Conley muss eigentlich hier den Ballführer übernehmen. Der darf den Roller gar nicht nehmen, muss eigentlich auf den Ball gehen. Und dann haben die Mavs hier das perfekt ausgeführte LU-Play. Das war Textbuch einfach. Der Turnover hier war nicht Textbuch. Hier ist Ant, gibt ihn wieder ab auf McDaniels und er macht den. Die Mavs waren unglaublich effizient aus Turnovern heraus, haben 30 Punkte aus den Turnovern von den Timberwolves gescored. So, und jetzt geht's langsam los mit Towns. Hier ist Kyrie, deeper Dreier, sitzt. Kyrie, wirklich kein gutes Game, kein gutes Shooting, nicht besonders auffällig. Und wir haben hier die große Towns-Show langsam. Towns und Ant, so viel besser in diesem Spiel. Attackieren den Ring, attackieren die Midrange, vor allem hier Ant, haben wir auch drüber geredet, so ey, der muss aus der Midrange auch mal ein bisschen scoren, weil dann die Bigs nicht wirklich an ihm dran sind und er muss einfach anfangen, diese Würfe zu nehmen am Zonenrand. Hat er genommen, er ist auch zum Ring gegangen, er war ein guter Playmaker in dem Spiel, war sehr, sehr gut die Leistung von Ant. Und er war halt nicht so todesmüde, weil er konnte halt Luca verteidigen, er musste nicht die ganze Zeit Kyrie hinterher rennen. So, und jetzt geht's langsam los mit Cat, der seine ugly ass Dreier wirft, ohne zu springen. Schöner Pass auf PJ, aber PJ auch schwache Quoten in dem Spiel. Und hier ist wieder Ant, findet Naz Reid. Naz geht durch zum Korb. Kein lautes Spiel von Naz Reid, aber wichtiges Spiel. So, hier Kyle Anderson, habe ich drüber geredet, hat gute Defense gespielt. Und wir haben plus 4 für Minnesota. Hier ist wieder Hardy. Hardy, gutes Game von der Bank. So, hier High Screen and Roll. Er hat das Mismatch, aber sie doppeln ihn sofort. Das muss ich mal kurz sagen. Das ging mir das ganze Spiel über irgendwie ein bisschen auf die Nerven. Und ich weiß, das passiert öfter. Gobert setzt nicht die besten Screens. Also, sorry, guckt euch mal die Screens an hier von Gobert. Was ist das? Green kommt die ganze Zeit da dran vorbei. So, das ist lame as fuck. Wo war da überhaupt der Screen? Gibt's gar nicht.
Jetzt kommt der zweite Screen auf. Ja, okay, der war hart. Okay, das hatte ich anders in Erinnerung. Der war tatsächlich hart, dann der zweite Screen. Der Dank war so überraschend. Ich bin fast von der Couch gefallen. Ohne Mist. Ich habe nicht erwartet, dass Hardy den so stopft. Hier nochmal. Crossover. Digga, das habe ich nicht erwartet. Und hier wieder Ant. Und das sind die Jumper, die er nehmen soll. Oder halt daraus dann rausspielen, wenn die Defense auf ihn collapsed. Und genau das hat er gemacht. Ende drittes Viertel. Hier ist wieder Hardy. Hardy hat es gefühlt. Hardy hat es sehr gefühlt in dem Spiel. 12 Punkte waren es, glaube ich, von der Bank. Aber hier kommt Ant. Drückt ihm nochmal schnell die Antwort. Wieder aus der Midrange ins Gesicht von Maxi Kleber. Genau darüber habe ich geredet. Okay, Minnesota plus 5. Wieder Hardy aus der Corner. Der Junge war money. Wirklich, für eine gewisse Zeit war der Junge wirklich money. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass wir richtig in die Crunch-Time-Highlights gehen. 4:46, okay. Weil wir haben da auch eine Menge zu klären. Wir werden da jeden Ballbesitz dann durchgehen. So, weil wir haben die ganze Zeit drüber geredet. Ne? Dallas ist so gut darin, diese Spiele zu closen. Minnesota hat nicht wirklich die Offensive. Minnesota weiß nicht, wie man solche Spiele zumacht. Und jetzt heute haben sie halt das Spiel gewonnen. Deswegen wollen wir uns natürlich angucken, wo hat Minnesota Verbesserungen, wo lief es bei Dallas schlecht und was kann man daraus dann lernen für Game 5. So, hier ist Doncic. Und ich finde das geil. Das müssen wir auch kurz analysieren, wie das funktioniert, auch wenn das hier ein freier Dank ist. Aber ihr wisst, wie das normalerweise läuft, dieses Play. Warte mal. Nee. So. So, hier, Leute. High Screen and Roll, ne, ist klar. Gobert wartet hier in der Drop Coverage. Okay, wartet aber immer in der Dreierlinie. Also ist schon relativ weit oben. Und jetzt finde ich, dafür, dass Gobert so krass kritisiert wird in dieser Serie, der Typ verteidigt den Raum zwischen Luca und Gafford so perfekt. Und Naz Reid ist ein wichtiger Schlüsselspieler. Hier kommt sehr, sehr tief in die Helpside, bis an den Zonenrand. Steht eigentlich gleich mit einem Bein in der Zone, glaube ich. Ja, genau hier. So, und dadurch ist so viel Spacing weggegangen für Doncic in diesem Angriff, dass er weder sich comfortable fühlt, selber abzuschließen, weil er hat ja auch noch Kyle Anderson auf dem Rücken, noch fühlt er sich comfortable, hier wirklich den Alley-Oop zu spielen, zumal der gar nicht frei ist, weil Gafford mehr so ein bisschen den Gortat-Screen stellt. Shoutout JJ. Und dann muss er in die Corner gehen, wo Naz Reid ein gutes Closeout läuft, aber halt voll gambled, dass er werfen würde. Dadurch ist das Mismatch da und dann ist es schlau gemacht einfach von Derrick Jones Jr. Aber ich mag das total, wie Gobert diese Alley-Oops verhindert hat. Die Mavs bisher in der Serie und in den ganzen Playoffs das krasseste Alley-Oop-Team der Liga mit weitem Abstand. In diesem Game, wie viele Alleys gab es? 3 vielleicht? Also das haben sie viel, viel besser verteidigt. So, hier ist Gobert. Also wisst ihr, wie wir gestern gesagt haben? Nee, vorgestern haben wir gesagt, Cat sieht aus, wenn er Cat sah im letzten Spiel aus, als würde er mit den Schuhen von seinem Bruder spielen. Ey, Gobert sieht immer aus, als hätte er seine Schuhe falsch rum an. Also der Linke am Rechten und der Rechte am Linken. Der Typ in der Offensive, der kann sich nicht bewegen. Sowas habe ich noch nie gesehen, so unkoordinierte Bewegungen von einem NBA-Player. Wirklich, das ist crazy, aber ey, er war okay heute. Defensiv stark, offensiv, I guess okay. Der Alley war crazy. Shoutout dafür, Doncic, Court Vision des Todes. So, hier blocken sie Ant. Sie machen das Spiel schnell. Wie gesagt, 30 Punkte aus Turnovern heraus. Und das ist einfach nur Masterclass Kyrie gegen 2 Leute. Schau den Tempowechsel. Oh Gott, Alter, das ist so... Oh, Junge, ey. Wenn Kyrie in einem Open Gym wäre und du guckst und du würdest so reinkommen, so auf random, so ey, lass mal ein bisschen Pickup spielen. Niemand könnte sich dem entziehen. Apropos Gafford hier, Monster Blocks back-to-back hintereinander gegen Cat. Da sehen wir die 30 Punkte off Turnover für Dallas. Es war schon ein geiles Game, super intensiv. Jetzt kommt hier Ant wieder mit dem Midranger, den er einfach mehr nehmen muss. Maxi Pass des Jahres auf Washington Bucket. Wieder PJ im Drive, diesmal gegen Gobert. Und das ist auch entscheidend, Leute. Gobert und Towns zu dem Zeitpunkt 5 Fouls beide.
5 Fouls beide. Und die Mavs haben es lange, lange, lange nicht geschafft, denen jeweils das 6. anzuhängen. Das ist auf jeden Fall ein Fehler, den die Mavs gemacht haben. Sie hätten viel mehr attackieren müssen. Auch wenn dieses Spiel sehr komisch gepfiffen wurde, gebe ich gerne zu. Aber auf beiden Seiten sehr inkonstant, war hässlich anzuschauen teilweise, super lange Reviews, irgendwie inkonstante Pfiffe, mal ist es ein Foul, mal ist es kein Foul. Es war nicht gut von der Schiedsrichterleistung, finde ich, auf beiden Seiten. Aber trotzdem musst du Cat und Gobert meiner Meinung nach die ganze Zeit attackieren, wenn die beide 5 Fouls haben. Du musst die ausfoulen. So, hier ist nämlich Cat. Und Cat war halt einfach sehr, sehr stark. Geht hier zum Korb, findet Gobert. So, und das hättest du eigentlich verhindern können, indem du die beiden versuchst auszufahren. Hier ist Kai. Und jetzt gehen wir, glaube ich, gleich in die Crunch-Time-Highlights. Wahrscheinlich nach dem Bucket. Hier ist nochmal ein Dreier von Cat. Er war Money. 20 Punkte. 20 Punkte für Cat in der zweiten Halbzeit. Überlegt mal. And findet wieder Cat. Der Wurf, Alter. Der Wurf macht mich fertig. Der Wurf ist fast so ein bisschen Sean Marion-like, ne? Er bekommt ihn und dann wirft er ihn fast wie so aus so einem Zucken einfach heraus. Ganz komischer Wurf. Flat-footed auch noch. Er springt nicht mal. Aber wenn du 2'10 bist, musst du auch nicht springen. Aber trotzdem crazy irgendwie dieser Wurf. Ich guck mal. Yes, wir gehen in die anderen Highlights, Leute. Wir gehen jetzt in die Crunch-Time-Highlights. Also ab jetzt jeder Ballbesitz mit dabei. 95-90, 4 Minuten 46 noch und wir gehen in unsere Analyse, Leute. Also, können wir anfangen, Leute? Yes. Kyle Anderson bringt den Ball nach vorne. Hier ist Ant, wieder Kyle Anderson. So, jetzt ist erstmal Katastrophe, weil Anderson wird nichts kreieren. Gobert im Handoff kannst du komplett vergessen, deswegen der Ball muss zu Towns. Der spielt einen wilden Pass auf Gobert und Gobert macht das hier. Und wenn ich Doncic wäre, wäre ich da auch sauer, weil ich würde mir denken, so ey, als ob ich den Typen faulen musste, damit er einen bescheuerten Wurf nimmt. Aber ja, Gobert geht an die Linie, brickt aber beide. Das war so ein bisschen die Story für Minnesota. Die haben einfach die haben unglaublich viele Freiwürfe gebrickt, nur 60% getroffen irgendwie. Und ja, Gobert verwirft hier beide. Hier sehen wir es, 65% für die Wolves, 88% für die Mavs. Also ein bisschen besser Freiwürfe treffen. Auch hier wieder Raum perfekt verteidigt. Ist genau die gleiche Defense. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Das ist exakt die gleiche Defense, die dafür gesorgt hat, dass dieses Pick-and-Roll nicht funktioniert. Also wir haben wieder Luca hier oben. Wir haben wieder ein High-Screen-and-Roll. Gobert wartet an der Dreierlinie. Das ist der defensive Gameplan. Gobert verteidigt ein bisschen den Raum. Er ist voll an seiner Hüfte und versucht irgendwie ins Play zu kommen. Und das Entscheidende ist, dass die Helpside-Defender einen Schritt in die Zone machen. Dadurch Doncic hier in der Zone eine Menge wegnehmen an Platz. Und er gezwungen ist, den Ball auf die Shooter zu bringen. Und dann müssen die Shooter attackieren über einen Drive, was okay ist, aber schwer natürlich für Roleplayer. Und Gobert verteidigt das hier clean. Super Defense. Ball ist zwar bei Dallas, aber das war wieder perfekte Defense, finde ich, von den Wolves. Ja, das war so ein bisschen strittig. Ich würde sagen, Gafford hat den raus. Trotzdem ist Dallas Ball. Ich weiß nicht, wieso das nicht reviewed wurde. Ja, weil wir noch nicht in den letzten 2 Minuten sind. Danke, Björn. Kein Ding. Okay. Jetzt haben wir hier Kyrie. Kyrie einfach ein Monster. Und Gafford genauso. Die Dynamik in dem Play, der Tempowechsel in dem Play und dann der Pass und der athletische Dunk, Reverse. Pff. Davon kannst du nur träumen, Mann. Das ist NBA-Niveau Basketball. Auch wenn es nur ein kleines Play ist, aber da erkennt man NBA-Niveau Basketball. So, wieder so ein Gobert-Pick, der ins Nichts führt. Das hat gar nichts gebracht, dieser Möchtegern-Pick. Aber wieder Ant attackiert. Und sie geben auch ihm das Foul nicht. Hart verteidigt von Gafford, aber scheinbar clean. Er ist normal nach oben gegangen. So, hier ist Doncic. Und Doncic versucht es wieder wild, aber er trifft den nicht. Und das meine ich. Kyle Anderson, gute Defense. Plus 3 für Minnesota. Dallas minus 3, 3 Minuten noch auf der Uhr. So, und da hat Ant Bock drauf. Mismatch gegen Doncic. Geht nochmal raus, aber er muss das attackieren. Er muss zum Korb gegen Doncic. Nimm nicht den Dreier. Nimm nicht den Dreier. Geh zum Korb. Er findet Cat. Und Cat findet wie auch immer diese Würfe.
plus 6 für Minnesota. 2,40 noch. Und er macht 20 Punkte in der zweiten Halbzeit. So, wieder PJ. Und hier ist Ant mit der Defense. Und das ist Minnesota Ball. Ich muss wirklich mal, das hätte ich vielleicht ganz am Anfang des Videos machen sollen, ich muss hier wirklich mal den Timberwolves Props aussprechen, dafür, dass die nicht aufgegeben haben. Du bist 3-0 hinten. Du hast jetzt Spiel 4 in Dallas, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich hab während des Games immer wieder gedacht, so sind wir eigentlich gerade in Minnesota. Nein, wir sind in Dallas mit dieser Serie gerade. Und du bist in einer fremden Halle. Auf der anderen Seite stehen Doncic und Kyrie, der beste Backcourt der Liga, einer der besten jungen Spieler dieser Generation, nee, der beste Spieler der Generation in Doncic, einer der besten Closer ever in Kyrie. Kyrie hat noch nie ein Closeout-Game in den Playoffs verloren. Kyrie war 14-0 bis zu dem Zeitpunkt in Playoff, Playoff-Closeout-Games. Und das ist jetzt seine erste Niederlage. Genau wegen diesem Jungen hier, wegen Anthony Edwards, weil der Typ mit seiner Körpersprache und mit seiner Energie dafür gesorgt hat, dass die Wolves das hier holen. Und er findet erstmal, wie gesagt, Cat, obwohl das nicht gut freigespielt ist, aber Cat nimmt ihn trotzdem über Washington, okay. Und jetzt nimmt er hier den Steal. So, der Ball geht ins Aus, Halliburton-Style. Und er feiert's. Und ich mag das. Ich mag diese Energie, die er an den Tag legt. Plus 6. Conley bringt den Ball nach vorne. Conley, wieder gutes Game. Nichts Auffälliges, aber gutes Game. Conley gegen Kyrie. Hier wieder so ein Möchtegern-Gobert-Pick. Irgendwie langweilen die mich heute, ich weiß nicht. Das war ein bisschen besser. Das sah aus wie ein Foul. Wird nicht gepfiffen. 2 Minuten 20 noch. Plus 6. Doncic mit dem Chicken Wing wird auch nicht gepfiffen als Offensivfoul. Hier ist Derrick Jones Jr. Und das meine ich, die Mavs attackieren nicht. Die Mavs müssten weiter in die Zone attackieren. Wenn Gobert oder Cat da irgendwo rumstehen, zieh in die Zone, spring ab und versuch irgendwie, dass sie dich am Arm treffen und das sechste Foul kassieren. Zwei Big Men gleichzeitig haben 5 Fouls bei den Wolves. Das musst du attackieren. Da darfst du nicht so viele Dreier nehmen. I'm sorry. So, und jetzt hat Minnesota natürlich Zeit. Sie lassen die Uhr ein bisschen runterlaufen. And 25, 10 und 9. Wieder kommt Gobert ganz oben. Das ist ein gut gesetzter Pick. Aber And nutzt den noch gar nicht. Sei nicht dumm, dass er das immer... Oder, ja, sei nicht schade, dass er das nicht so wirklich nutzt. So, hier... Vergesst, was ich gesagt habe. Vergesst, dass ich gesagt habe, dummer Basketball. Der... Oh mein Gott, ey, dieser Step-Through von ihm, beautiful, absolut beautiful, wie er sein Pivot-Foot einsetzt, oder auf Deutsch den Sternschritt, godlike. Da, oh mein Gott, so simpler Basketball, aber so wunderschön, plus 8, 1 Minute 45. Und jetzt ist aber wild, weil guck, was Doncic macht, hängt Cat sein sechstes Foul an, crazy. Und ich bin auf eure Meinung gespannt. Ist das ein Foul oder nicht? Minnesota kann nicht mehr challengen. Ist es ein Foul oder nicht? Sagt's mir gerne. Step back. Also, hier ist meine Auslegung davon. Warte, wir gucken noch das zweite Replay. Meine Auslegung davon ist, es ist komplett ein 50-50-Call. Auf der einen Seite, ja, Towns springt nach vorne in Doncic rein. Aber was mich stört, Doncic macht keine normale Wurfbewegung. Doncic macht eine Wurfbewegung, die sehr nach vorne geht. Jetzt werden alle sagen, ja, aber so zieht man Fouls in der NBA. Fair, gebe ich euch. Aber eigentlich sollte das ja nicht mehr der Fall sein. Eigentlich soll ja so nicht mehr gepfiffen werden. Und ich würde sagen, es gibt auch vor allem in der Season, in der normalen Saison, gibt es immer wieder Momente, wo ein Spieler versucht, so einen Foul zu ziehen und die Refs geben es ihm eben nicht. Jetzt in diesem Fall geben sie es ihm. Das ist keine Wurfbewegung von Doncic. I'm sorry. Wenn Doncic nach vorne einfach normal geworfen hätte, ja, wenn er einfach einen normalen Wurf genommen hätte, wäre Cat wahrscheinlich trotzdem in ihn reingefallen. Cat ist schon gelandet. Da springt Doncic in ihn rein. Voll nach vorne. I don't know. Und das ist das sechste Foul für Cat.
Das ist eine tough-ass-Entscheidung. Ich weiß nicht. Ich find's krass. Und ich glaube, umgekehrt wäre es nicht gepfiffen worden. Ich glaube nicht, dass sie Doncic in so einer Situation das sechste Foul gegeben hätten. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber okay, Doncic geht an die Linie, beim Dreier gefoult, schlau herausgespielt. Nur ein bisschen ärgerlich finde ich, dass die Refs das gepfiffen haben. Nichts gegen Doncic an sich, aber ich finde nicht, dass man das hätte pfeifen müssen als Defensivfoul. Gut aufgepasst von Derrick Jones, aber der Ball bleibt bei den Wolves. Hier ist Ant, wird jetzt über das ganze Feld gepressured von Derrick Jones. Das ist anstrengend, das ist ermüdend, aber McDaniels ist ein echter Homie und hält ihn so ein bisschen auf. Wieder Gobert. Ant bleibt und Ant nimmt den Midi, aber der geht diesmal nicht rein. Minnesota kann den Ball pushen. Doncic will das Mismatch gegen Gobert, wird aber gedoppelt, schlaue Entscheidung. Und jetzt müssen sie hier wieder attackieren. Ball ist fast weg. PJ Washington, wieder ein Brick. Und jetzt kommt Kyrie. Hier sehen wir wieder Masterclass. Einfach nur die Bewegung. Einfach nur auf die Bewegungen achten. Erstmal hier, du wirfst die Hände nach oben, so what the fuck. Und guck, sobald er den Ball bekommt, wie er sofort in Action ist. Zack, zack. Oh. Digga. Unfassbar. Du siehst kaum einen besseren Finisher und kaum einen dynamischeren Scorer als Kyrie, wirklich. Und plötzlich ist es 100 zu 97 und da muss man trotzdem dann mal kurz die Wolves in die Verantwortung nehmen und sagen, ey, ihr baut hier Scheiße. Ihr seid plus 8 mit 2 Minuten oder 1,50 oder so auf der Uhr, plus 8 und ihr lasst es hier innerhalb von einer Minute jetzt zu einem 3-Punkte-Spiel werden, haben jetzt 5 Punkte kassiert, ohne dass sie vorne was gerissen haben. Letzte Minute. Wolves haben immer noch Zeit. Nimm viel Zeit von der Uhr. Du bist vorne mit 3. Gobert kommt. Gobert sagt chill. Ich stelle wieder einen lame ass Pick, der keiner ist. So, jetzt stellt er den zweiten. Auch der bringt nichts. Der dritte bringt was. Der Bucket ist drin. Und das ist einfach nur krass. Einfach nur Klatsch von Edwards. Muss man sagen, Respekt dafür, Junge. Ist ein geiler Wurf. Ist ein schwerer Wurf. In der fremden Halle nochmal, wir sind nicht in Minnesota. Es ist auch ein beschissener Wurf, weil, sorry für meine Wortwahl, es ist kein guter Wurf, weil es ist so der Wurf aus den 2000ern, wo Kobe und Vince und T-Mac und so gelebt haben, nämlich so einen Schritt in der Dreierlinie. Das ist ein Wurf, den die Jungs heute überhaupt nicht mehr nehmen. Die nehmen entweder Dreier oder Midranger oder gehen zum Ring. Dieses hier so, ich bin zu cool für... Also basically, ich will einen coolen, langen Zweier nehmen und am besten noch so das Bein nach vorne werfen im Wurf. Das ist überhaupt nicht mehr der Wurf, den man heutzutage nimmt. Also Shoutout an Ant, dass der reingeht. Schwerer Wurf auf jeden Fall. Und es sind 38,8 Sekunden plus 5. Kyrie im Pick and Roll mit Gafford. Sie doppeln Kyrie und der Ball ist weg. Das ist der einzige Fehler, den ich seit langer, langer Zeit gesehen habe von Kyrie in der Crunch-Time. Das ist eigentlich unverzeihlich. Er macht's genau wie immer. So, er sieht, dass Double-Team kommt. Erstmal jeder normale Mensch, der von McDaniels und Gobert gedoppelt wird. Wir würden alle sterben vor Panik. Wenn du hier der Ballführer bist und Gobert ist hier und McDaniels ist da, I don't know. Ich würde wahrscheinlich eine Backcourt-Violation machen, weil ich käme nicht klar auf diese Trap. So, Kyrie hat aber schon die ganze Serie über bewiesen, dass wenn er hier beschleunigt, dass er dann Gobert schlagen kann. Tut er auch und er will irgendwie Gafford finden, timet aber diesen Pass ultra schlecht und passt ihn quasi gegen die Bewegung von Gafford in die Hände von Kyle Anderson. Und das war eigentlich mehr oder weniger das Game. Wobei, es kommt gleich noch ein großes Play, aber Timberwolves haben jetzt wieder mega viel Zeit, können ganz viel Zeit von der Uhr nehmen. McConley. Conley wird gefoult. So, Conley geht an die Linie. Macht einen zumindest. So, und jetzt kommt wieder Doncic. Habe ich gerade gesagt, Ant ist einfach nur krass, einfach nur Klatsch. Doncic kann das auch. Hab gehört, der Typ ist ganz gut in Closing-Minuten. Also das ist auf jeden Fall eine wilde Possession von ihm. Ich finde, das Foul geht in Ordnung hier. Also ich habe kein Replay gesehen, aber ich finde, es ist ein Foul. Er followt sofort durch mit dem Wurf. Es ist richtig gut, meiner Meinung nach.
So, und sie sind drei hinten und Dallas hat drei Freiwürfe. Das ist keine crazy. Ach so, nee, sorry, falsch gedacht. Ich dachte mir gerade schon so, hä, so knapp war das doch gar nicht. Nein, der Dreier hat gezählt, damit steht's 100 zu 103. Und jetzt hat Doncic aber den Freiwurf leider verworfen. So sieht's aus. Also weiterhin plus 3 für Minnesota. Sie foulen Gobert. Ja, Doncic fuckt sich natürlich drüber ab, zu Recht. Und das hier ist perfekt executed. So stark von Naz Reid, super geschaltet. Ich weiß nicht, ob das Play für ihn aufgemalt war. Ich denke, es war eher für Conley, dass er den Ball bekommt oder Ant im Rückfeld. Aber Anderson schaltet super schnell und hier Naz Reid schaltet auch super schnell. Das ist so ein bisschen das Rajon Rondo Play damals bei den Celtics in den 2000ern. Ende 2000er, so 8 bis 10. Da sind die Celtics das oft gelaufen. Ist hier komplett frei, bekommt ihn, legt ihn sofort auf die Hand, damit, wenn er jetzt gefoult werden würde, er auch immer den Wurf, das Wurffoul bekommen würde. Und er macht den Layup. Unfassbar gut executed. Shoutout dafür. Ja, und jetzt sind es nur noch 11 Sekunden. 5 Punkte vor, da kannst du eigentlich nichts mehr machen. Ich muss kurz gucken, was Dallas überhaupt gemacht hat. Ah ja, die bricken den Dreier. Jetzt ist nochmal hier, glaube ich, ein PJ-Dreier, der brickt auch. Jetzt wird Doncic meiner Meinung nach gefoult unterm Korb, wird aber nicht gepfiffen. Hätte aber jetzt mal ehrlich auch wirklich nichts mehr ausgemacht, Leute. Weil, also die waren 5 Punkte down, selbst wenn er da einen Foul bekommen hätte. Ich glaube nicht, dass es was geändert hätte. Es wird jetzt noch ein bisschen 0,2 Sekunden nachgespielt, aber das war letztendlich das Ballgame. Was ein geiles Spiel. Wirklich. Shoutout an die Timberwolves, davon zurückzukommen, sich nicht ja erschrecken zu lassen, nicht zu sagen, oh, jetzt ist unsere Saison eh gelaufen, 1-2-3 Cancun, sondern nee, 1-2-3, wir kommen zurück in diese Serie. Es kam noch nie eine Mannschaft zurück von einem 0-3-Rückstand. Ich glaube, 155 Serien sind's, die bisher 0-3 standen. Noch nie kam eine Mannschaft zurück. Ich weiß nicht, ob mir das reicht, was ich heute gesehen habe in diesem Spiel, um zu sagen, ja, ich glaube, die Timberwolves können diese Serie drehen. Aber es war auf jeden Fall schon mal ein schöner erster Schritt. Aber das Ding kann auch trotzdem in 5 zu Ende sein. Und ich sage euch, wieso. Nummer 1, Cat. Ich weiß nicht, ob wir nochmal so ein Cat-Game bekommen. Der hatte 25 Punkte, 20 davon in der zweiten Halbzeit, 9 aus 13, 4 von 5, die kamen auch alle in der zweiten Halbzeit. Kann ich mich sogar festlegen, so ein Game bekommst du nicht nochmal von ihm. Ja, du bekommst keine so guten Quoten mehr von Cat wahrscheinlich. Du bekommst nicht so ein Game, wo er eine zweite Halbzeit komplett dominiert und das, obwohl er sogar dann ausfault. Edwards sehr, sehr gut geworfen für diese Serienverhältnisse. Also natürlich nicht perfekt die Quote, aber für die Serie bisher sehr, sehr gut. Die Roleplayer haben gut getroffen. Naz Reid hatte nicht den Monster-Impact, aber hatte ein super wichtiges Play. Kyle Anderson, super Defense meiner Meinung nach. Und ja, wie gesagt, die Roleplayer in der Starting Five halt auch sehr, sehr effizient. Das Ding ist, was mir Hoffnung gibt, Minnesota crazy viele Freiwürfe hat liegen lassen. 64% ist insane. Das werden sie nicht nochmal ballern. Sie haben gut gereboundet. Sie hatten ein bisschen viele Turnover und haben daraus sich viele Punkte drücken lassen. Vielleicht können sie das auch noch ein bisschen eindämmen. Mir hat aber wirklich gut gefallen, wie sie defensiv gespielt haben. Man muss aber dazu sagen, dass das gegen ein Mavs-Team war ohne Lively. Lively ist wichtig. Ich weiß, er ist ein Rookie, aber zum einen gibt er dir Verschnaufminuten für Gafford, was Dwight Powell dir nicht geben kann. Den werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. Maxi Kleber kommt zurück, ja, aber das ist ein wahrscheinlich längerer Prozess. Du kommst nicht einfach in ein Conference-Finals-Matchup zurück und bist plötzlich da. Und ich glaube, dass Lively hier wahnsinnig viel gefehlt hat in dieser Mavs-Offense tatsächlich. Wenn wir uns die Mavs mal kurz angucken, also Doncic, ne, 28, 15 und 10 kannst du eigentlich nicht kritisieren. Das Einzige, was du sagen kannst, ist 7 von 21 sind halt 30%. Das ist wack. 4 von 11 sind aber... Was ist 4 von 11? Das kriege ich im Kopf nicht ausgerechnet. 7 von 21 habe ich mich gerade gefreut, dass ich das ausrechnen konnte. Ich gucke kurz, was ist 4 durch 11? 36%. Das geht in Ordnung, aber es müsste eigentlich in so einem Spiel auch besser sein. Das ist ein Closeout-Game. Wobei 36%, fuck it, wir sagen, es ist in Ordnung. Das große Problem war einmal Kyrie.
6 von 18, 1 von 6, nur 16 Punkte. Das ist einfach zu wenig. Und das zweite große Problem war PJ Washington, 3 von 13. Das sind einfach zu viele Würfe. Die beiden sind 9 von 31. 9 von 31 gebe ich dir auch, Leute. Das geht nicht. Die beiden haben ziemlich gebrickt ihre Würfe. Abgesehen davon, von der Bank Jaden Hardy sehr stark, wie gesagt, aber auch nur 12 Minuten. Green hat nicht gut geworfen, hatte aber gute Defense, fand ich. Maxi Kleber war wahrscheinlich der beste Spieler auf dem Feld, würde ich schon sagen. 2 Punkte in 13 Minuten. Ich würde schon ohne plus 2, das ist schon ziemlich goated. Naja, der wird Zeit brauchen, zurückzukommen, auf jeden Fall. Mavs haben nicht gut geworfen aus dem Feld. Wie gesagt, liegt vor allem an Kai und an PJ. Sie müssen ein bisschen mehr von der Bank bekommen und sie müssen einfach das Spiel einen Tick besser closen. Aber nochmal, Minnesota war so gut einfach, gerade Cat, der diese ganzen Würfe getroffen hat. Die waren ja sogar contested. Das war ja nicht so, dass die komplett frei waren. Die waren contested. Die ganzen letzten Würfe von Anthony Edwards waren contested und sie haben sie aber halt einfach gemacht. Deswegen, ja, defensiv haben die Wolves ein bisschen was herausgefunden, was besser für sie funktioniert, okay. Sie haben gut geworfen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber ob gerade diese Offense nochmal wiederholbar ist fürs nächste Spiel, I don't know. Ich weiß es nicht. Wir können ein bisschen mehr von der Bank erwarten, glaube ich auch bei Minnesota. Wir können erwarten, dass sie ihre Freiwürfe treffen, vor allem zu Hause. Ob das reichen wird, who knows? Wirklich. Ich finde, Dallas ist immer noch eigentlich das stärkere Team. Doncic wird des Todes angepisst sein, dass sie dieses Spiel verloren haben jetzt und jetzt nochmal nach Minnesota fliegen müssen, weil das kostet sie nochmal ein paar Tage mehr. Boston kann jetzt schon chillen für die Finals. Die Mavs wollen eigentlich in die Finals und da halt auch ausgeruht sein. Jetzt müssen sie noch ein Spiel machen in Minnesota, das wird sie mega nerven. Wir gehen jetzt mal in die Top 5 und dann sagen wir noch ein, zwei Sachen zu der Serie. So, Top 5 Plays, wir haben sowieso das ganze Spiel gesehen, deswegen ist das eigentlich nur eine Formalität. Das hier haben wir aber, glaube ich, nicht gesehen. Ja, das war ein wilder Abschluss von Kai. Mit der linken Hand über Gobert. Dann haben wir hier nochmal Kyrie, diesmal auf Gafford. Wie gesagt, es gab nicht viele LU-Plays. Vielleicht 2, 3 wirklich in dem Spiel. Es gab einen auf Derrick Jones, es gab 2 auf Gafford. Das muss die 1 sein. Was haben die gegen Two-Handed Dunks in der Zone? Derrick White wurde neulich gerobbt, Tatum wurde neulich gerobbt und jetzt wird hier Hardy gerobbt. Hardy muss die 1 sein. Das war ein großes Play, ja, okay, gebe ich dir. Das war ein großes Play. Kann man von mir aus über das Hardy-Ding stellen, aber ich finde immer noch Hardy am krassesten vom Dunk. Und was haben sie jetzt an der 1? Ah, der Alley auf Derrick Jones, okay. Bleibe ich dabei, ich finde den Hardy-Dunk krasser. Ne Alley ist das eine, aus dem Drive mit 2 Händen über deinen Mann stopfen, wenn du ein Guard bist, finde ich, ist ein bisschen heftiger. Okay, Freunde, ganz kurz. Bracket sieht folgendermaßen aus. Celtics sind schon im Finale, chillen da mal wieder. Mavs und Timberwolves 3-1 jetzt. Nächstes Spiel ist in Minnesota von Donnerstag auf Freitag. Das heißt, morgen sehen wir uns hier nicht. Ja, wichtig, morgen sehen wir uns hier nicht. Aber am Freitag um 14 Uhr sehen wir uns hier mit der nächsten KBJ-Show. Und dann wird's spannend. Weil wenn die Timberwolves das Spiel auch gewinnen sollten, dann haben wir von Samstag auf Sonntag das nächste Game. Normalerweise sind wir Sonntag immer um 10.30 Uhr. Es ist aber so, dass ich am Wochenende in London sein werde für Undrafted. Wahrscheinlich. Es ist jetzt leider schon so, dass uns abgesagt wurde mit dem NBA-Gast. Es fuckt legit so ab, aber das ist ein anderes Thema, dass du ständig einfach immer so ein bisschen dieser Willkür ausgeliefert bist und du machst Pläne und du buchst ein ganzes Wochenende und kümmerst dich um Transfer und alles. Und dann heißt plötzlich so, ja, übrigens, der hat jetzt doch abgesagt, wir müssen jetzt was anderes machen. Deswegen, es ist noch nicht 100% sicher, dass wir nach London gehen, aber es sieht schon immer noch ein bisschen danach aus. Und sollte das sein, dass ich in London bin, dann kommt die Show am Sonntag erst so gegen 13, 14 Uhr wahrscheinlich. Ich weiß, das ist ein bisschen nervig. Seid bitte geduldig, seid trotzdem gerne am Start, weil dieses Game 6 wird sicherlich insane.
rein. Sollte es dazu kommen zu Game 6, dann am Sonntag ein Ticken später die Folge. Ich lande relativ früh hier, komme dann direkt hier ins Studio und gebe dann mein Bestes, dass die Show einfach so schnell es geht online ist. Und wenn wir den absoluten Traum erleben, dann haben wir ein Game 7 von Montag auf Dienstag. Das ist zwar scheiße für Dallas, weil die dann, wenn sie gewinnen würden und auch für die Wolves, todeskaputt natürlich in die Finals gehen würden, auf ein Boston-Team, was irgendwie seit 6 Monaten nicht mehr kompetitiv gespielt hat und jeden Tag chillen kann. Aber so ist es halt. So ist es. Man kann Boston dafür nicht bestrafen. Sie haben alle Gegner gespielt, die vor ihnen standen. Genauso wie die anderen Teams im Westen. Und da sehen wir halt einfach, dass die Competition einfach deutlich, deutlich höher ist. Okay, Freunde. Ey, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich liebe diese Serie. Ich glaube trotzdem, dass Dallas das in fünf closen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Minnesota nochmal so gut offensiv ist. Der große Faktor ist die Offense und ich sehe nicht, also die Defense okay, aber ich sehe nicht, dass die offensiv nochmal so ein Game hinlegen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Vor allem von Cat kann ich das nicht nochmal glauben, dass das passieren wird. Deswegen, ich glaube, ich gehe weiterhin mit den Mavs im fünften Game. Aber je mehr Games dazukommen, ey, umso geiler. Und wenn wir Game 7 bekommen, dann sind diese sowieso schon goated Playoffs noch mehr goated. Okay, Freunde, ganz kurz, für alle, die noch mehr Content gerne haben möchten und die gerne noch ein bisschen zusätzlich supporten wollen. Es gibt eine neue Folge von Mehr als Basketball. Habe ich schon ein paar Tage jetzt geplagt. Das ist ein Supporter-Podcast, wo ihr jede Woche noch einen Podcast bekommt, wo ich über Themen rede, die jetzt nicht mit Basketball zu tun haben. Deswegen mehr als Basketball. Wir machen oft Film-Reviews. Hier der neue Film mit Zendaya, Challenges. Dann haben wir die Apple Top 100 Alben einmal geprüft, vor allem auf Hip-Hop, wie die Hip-Hop-Alben abgeschnitten haben, welche ich anders gerankt hätte. Ist ein ganz cooles Segment geworden, glaube ich. Und dann hatten wir noch eine sehr, sehr große Q&A-Session. Also wenn ihr Bock habt, supportet gerne, checkt gerne MAB aus. Und yes, damit bin ich jetzt raus. Ich hoffe, ihr genießt die Playoffs genauso sehr wie ich. Und wir hören und sehen uns am Freitag wieder. Nicht morgen, sondern am Freitag wieder um 14 Uhr zu Game 5. Wolves gegen Mavs. Ich freue mich crazy. Bis dahin, haut rein, Freunde. Peace.